Hey Leute, willkommen zurück zu Never Alone. Wir haben einen Fuchsjungen bei uns. Ja, der kleine Fuchs ist leider umgebracht worden von dem Feuermann, der mit den Bällen warf, diese Feuerbälle. Aber dafür der neue Begleiter jetzt hier. Das ist schön, nicht wahr? Kannst du nicht mal ein bisschen hochwerfen? Ja, danke schön. Warte. Wow. Ja, ich muss jetzt hier erstmal diesen Eisbrocken rausholen, diese komische Schneekugel. Ja, so weit war ich schon mal. Dummerweise bin ich letztes Mal ein bisschen abgestürzt. Vielleicht ist es dieses Mal ja nicht so. Nein. So. Ziehen wir erstmal diesen Ast runter, weil ich glaube, ich muss die irgendwie zusammen. So, und jetzt runter mit ihr. Gefährlich ist das, gefährlich. Die irgendwie hier rüber? Ja, okay, weiter geht nicht. Ah, ein Vogel, sieh mal. War ich letztes Mal so weit? Ich glaube es auch nicht. Oh, da ist noch einer. Will. Wie? Schwimmen. Durch die Luft schwimmen. Und, hep. Wow, der hat sich schon aufgelöst. Seht ihr mal. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Au. Ah, jetzt komme ich hier weiter. Cool, ne? Und, wie. Ach so. Das war natürlich clever von mir. Nein. Ich dachte, da wäre jetzt was Neues. Aber ich habe schon mal gesagt, das Spiel ist halt wirklich darauf aufgebaut oder so aufgebaut, dass man das zu zweit spielt. Also alleine macht das recht wenig Sinn, ne? Aber dann sterbe ich des Öfteren mal. Kommt jetzt hier was Neues oder wie? Hallo? Hallo? Ich meine, was soll ich denn tun? Ach, guck mal da unten. Ja. Der ist schön versteckt für mich. Komm, du Eiskugel. Hängt die da fest? Natürlich. Okay. Nein. Ja. So. Manchmal weiß sie auch nicht so recht, wie sie schmeißen soll, glaube ich. Hier rüber. Hier rüber. Ja, deswegen meine ich, also der KI-Fuchs hier, dieser kleine Junge halt, der reagiert manchmal gar nicht. Oder zu spät. Das ist nicht schön. Wen. Ululululu. Au. Oh Gott. Ich dachte schon, das ist jetzt wieder so eine Sprungpassage, die ich gerade verhaue. Naja. Jede Reise, ob kurz oder weit, war gefährlich. Alles, was man sehen konnte, war eine Masse wirbelnden weißen Schnees. Robert Cleveland. Hui. Au. Warum immer ich? Oh, das geht. Das war mehr Doofheit als Verstand gerade, sogar wirklich. Nee, wie gesagt, es ist halt ein bisschen ungelenk, hier alles rumziehen zu müssen. Das sind zwar coole Rätsel, aber es ist... Für einen Spieler ist das ein bisschen zu viel Stress, finde ich fast schon. Weil man macht halt andauernd Fehler, weil man weiß es entweder nicht, wie es geht. Oder man ist zu voll, um auszuprobieren, so wie es bei mir ja oft der Fall ist. Okay, was war das jetzt mit dem Baum? Knarz. Knarz. Ja, und nun? Und nun? Ob ich halt die Bäume verziehen kann? Ich glaube auch nicht, dass es denen so gefällt, wenn ich das mache. Das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, diese Scholle, die sieht doch aus, als könnte ich die abziehen, oder? Jetzt könnte ich da irgendwas machen. Irgendwas muss doch damit machbar sein. Vielleicht doch rauf? Doch, ich muss rauf. Ich dachte jetzt eigentlich unten bei der Scholle da, dass ich da irgendwie die Scholle abknapsen muss und dann... Nö, aber vielleicht kommt das ja jetzt. Weiß man nicht. Oh. Oha. Der Baum lebt jetzt irgendwie. Was macht der da? Was macht dieser Baum da? Nein. Lass mich auf deine Äste. Ja, gut. Oh oh. Oh oh. Du läufst jetzt nicht immer tiefer ins Wasser, oder? Muss ich sie da rausheben, auf jeden Fall. Alter Schweden, du. Oh. Oh. Ja, cool ist es schon, ne? Auf jeden Fall. Ist mal was anderes.
Ja, also wie gesagt, es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber man kann das auch alleine machen, natürlich. Super eigentlich. Aber ich würde es mir halt schon wünschen, das mit einer anderen Person gespielt zu haben hier soweit. Weil es kann das schon leicht frustig sein, wenn man stirbt und das nicht unbedingt immer an einem liegt, sondern ihr habt es ja gesehen, wenn die KI halt mal nicht will. Naja. Hoch mit dir. Der geht bestimmt gleich wieder unter, dieser kleine Baum da. Wie ich die halt einfach mal so rumbiegen kann, die Äste. Alter. Nein, nein, nein. Spring da drauf. Ja, jetzt geht er nämlich unter. Boah. Alter Schweden. Komm ich da nochmal mit Wind? Ja. Wow. Ach du heiliger Bimbam. Okay, es wird langsam immer feindseliger hier alles. Also die Umgebung, die mag mich nicht wirklich, kann das sein. Aber irgendwie ist es auch schon cool, dass es jetzt alles so einen neuen Aspekt bekommen hat wegen dem Jungen. Kommst du runter? Bitte. Kommst du? Ganz lieb. Bitte, bitte. Naja, muss ich halt drüber springen, oder? Wow. Ach so. Ich muss ihn... Ah, okay, wenigstens sterbe ich nicht direkt. Aber ich muss den Ast hochbiegen, dass ich da durchkomme. Verstehe. So. Hoch mit dir. Achtung. Und los. Ue. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht planschen. Ich will nicht planschen. Das ist so kalt. Ach ja. Wo darf ich wieder? Na gut. Da sehe ich so weit entfernt. Die Checkpoints sind immerhin richtig fair gemacht. Finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So. Schwimmen. Und. Wow. Ah. Wow. Schwimmen. Ist der runter oder runter? Oh oh. Das wird ein knapper Sprung, Leute. Sage ich euch jetzt schon. Oh, oh, nein. Alter. Man muss hier echt flink sein, du. Und der wird jetzt auch wieder im Wasser untergehen, das weiß ich jetzt schon. Das machen die immer. Du doofer Baum, sei nicht so böse. Ich will doch nur leben. Ich will doch... Da, 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 da. Da. Oh, du liebes bisschen. Das ist echt voll heftig. Wie der Baum aussieht. Voll nett eigentlich, ne? Irgendwie so ein bisschen so dunkle, glänzende Augen. Wie so ein Teddybär. Nur Baum. Baumig. Ein baumiger Teddybär. Bitte dich wieder abbrechen. Halt. Au, das muss wehgetan haben, wie sie erstmal voll gegen die Kante knallt und dann auch noch stirbt. Steh auf. Schnell. Ich bin immer echt gespannt, auf was das hinausläuft. Der Mann ist ja der Böse, aber warum haben wir nicht irgendwie schon längst versucht zu besiegen, den bösen Mann? Der hat ja auch... Der hat auf jeden Fall unser Dorf zerstört. Den müssen wir zur Strecke bringen. Kostet es, was es wolle. Und ich wette mit euch, das wird auch noch passieren. Oh oh. Kann ich damit eben durchfliegen? Ja, tatsächlich. Was, was, was? Du willst jetzt nicht daran gehen und schieben, oder? Das willst du nicht. Kann ich das vielleicht... Ah, okay. Warum brennt das hier jetzt? Ach, natürlich, wegen ihm. Du Pennergesicht. Nein. Alter Schwede, er ist halt viel schneller als wir. Nein, nein, nein. Das mit dem Fuchs, die kann ja laufen einfach. Komm, lauf, lauf, lauf. Seht ihr, ich wäre nicht übers Feuer drüber gesprungen. Ich wäre wahrscheinlich direkt reingefallen. Okay, jetzt nehme ich sie wieder. Tja, bist zu langsam, alter Mann. Bist zu langsam. Komm, weiter, weiter, weiter. Der den Baum halt kaputt wirft. Oh. Au, 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 au. Hilfe.
Und der kann da durchlaufen. Guckt es euch mal an. Alter. Du Arschbacke, hör auf mich zu verfolgen jetzt. Oh, der schmeißt jetzt wieder, ne? Ui! Alter, Schwede. Was jetzt? Oh. Ach ja. Ist der mies, der Typ. Ist der mies. Der macht mich einfach hier platt. Muss ich da jetzt ausweichen? Irgendwie, wenn er seinen Feuerball wirft? Guck mal. Wie soll ich das... Boah. Nee, mal ernsthaft, Leute, wie soll ich da ausweichen? Dann muss ich auf jeden Fall sie spielen. Ich kann auch mit ihm da nicht den Baum so rumziehen. Kann ich da vielleicht drauf? Nee. Wow. Ach, okay. Nein! So ein Pennergesicht. So ein Pennergesicht bist du. Alter Schwede. Stirb. Oh, macht er natürlich nicht. Stirb. Du Penner. Fallen, bitte. Jetzt aber stirb. Ah, Wasser löscht dich. Menschentöter. Ach, für ihn war das das Ende? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht, oder? Ist er tot? Er ging darauf und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Robert Cleveland. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede, was für ein Sturm. Oh. Alter Verwalter. Das ist ja echt heftiger Wind. Ausnutzen. Halt dich fest. Ich will gar nicht wissen, was für ein Luftzug das ist hier. Wow. Ne, hier warte ich. Ist mir zu heftig. Hier auch nochmal. Hab nochmal einer entgegen und jetzt kann ich wieder rüber. Yep, yep. Oh, das war zu kurz. Was ist denn hier los? Ist das der Schneesturm von dem... Oh. Ach du heiliger Bimbam. Was ist ein Eisriese? Wollt ihr mich verkohlen? Ulemak
Okay, muss ich jetzt den Schneemann besiegen, diesen großen Typ da? Diesen Eismann, besser gesagt. Oh, da war eine Kugel. Nein. Sag mal, man kann hier nicht gut zielen mit dem Teil, muss ich mal sagen. Das geht nicht. Oh ja. Alter Schwede. Okay. Oh, das sind überall Stacheln, sag mal. Oh. Sehr gut. Nein. Okay. Ja. Alter Verwalter. Was soll denn das? Nee, hör doch mal auf zu pusten jetzt. Blöder Eisriese. Wow. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ist da mit der Puller durch? Oh, das geht sogar. Fantastisch. Wow. Und. Wow. Ach du Kacke, kann ich da jetzt einfach so rüberspringen? Das geht sogar. Das wird jetzt richtig herausfordernd, du. Ich darf halt nur nicht springen, wenn das Ding da gerade weht. Oh Gott. Jetzt sollte ich springen, wenn es weht. Hui. Oh Mann. Oh. Nee, nee, nee. Och, komm schon. Das Ding hätte ich ein bisschen höher machen müssen, aber das weiß ich ja auch nicht. Okay, wenigstens wieder von hier. Oh, wie es pustet. Und? Andere Richtung bitte. Oh. Nein! Oh, 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 oh. Ach so, gut zu wissen, dass da jetzt so ein Ding hang. Hing, hang, hong. Naja. Oh, guck mal, das Checkpoint ist echt fair jetzt hier. Pustet das irgendwann nochmal? Achso, es hat aufgehört zu pusten jetzt, oder wie? Oh oh. Ne, jetzt nicht. Oh. Ich hätte noch warten sollen, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen ungeduldig, weil ich mir denken kann, dass es nicht mehr lange geht hier. Ja, komm. Wenn wir schon beim Riesen sind, der das Ganze ausgelöst hat, aber was hat dann der alte, also dieser Mann da gemacht? War ja nicht alt, der war einfach nur böse. So ein blöder Pyromant war das. Well. So. Müssen wir weiter rauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na. Oh, Kinder, das ist doch... Die Reichweite ist ein bisschen kurz, wenn ihr mich fragt. Das könnte man ruhig etwas verlängern, das Ganze. So. Gut. Nein, nein, nein. Jetzt. Oh. Ich bleibe jetzt einfach hier in der Mitte, dann passiert das auch nicht mehr. Und. Nein! Alter! Natürlich, in dem Moment. Ja, ich bin gerade so ein bisschen frustet. Weil es ist sehr abrupt, der Wechsel. Man kann sich auch nicht wirklich an den Geräuschen orientieren. Das ist mir so Trial and Error gerade. Probieren und sterben. Besser gesagt. Komm, pust wieder links. Ja. Yep. Nein, spring. Oh.
Das meine ich, guck mal, wie abrupt das ist. Mach das doch nicht mit der kleinen Mann. Die muss hier 1000 Tode sterben und das ist meine Schuld. Finde ich nicht gut, Spiel. Na komm, was ist das andere? Runter da. So. Entschuldigung, Eierhals. So ein bisschen. Aber es ist auch noch aktuell nach dem Stream. Nach dem Final Fantasy Stream. Oh Gott, war das lang. War das lang, Leute. So, was wieder pustet. Oh, das ist echt nur ganz kurz. Das ist einmal so ein Pusterchen, ist das mehr oder weniger. Kannst du pusten oder soll ich warten? Gut. Oha, bald sind wir ja oben. Ja, was bringt's, wenn wir oben sind? Ich meine... Kommst du vielleicht mal durch? Fuchsi, Fuchsjunge. Achso, ich muss hier an den... Oh Gott. Das kann ja heiter werden. Nee, das war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt vielleicht? Wow. Oh oh, oh oh. Achso, du kannst natürlich auch einfach loslassen. Anstatt rüber zu springen, Kleines. Kannst du auch machen. Kannst du machen wie die Dachdecker. Ich habe wieder eine Marz-Stimme, ich weiß. Okay, jetzt, komm. Nee. Ich muss warten, bis er hochgeht und dann der Wind kommt. Weil das... Doch, das geht doch. Na gut. Alter. Oh Gott, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Das war mehr als knapp. Oh. Ach so. Oh, Mann, das ist gemein. Ich hätte schon früher springen sollen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Oh, der Fuchs ist tot. Nein, er lebt noch. Ach du Heiliger. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Oh. Ach so, das geht gar nicht. Sag mal. Ich will ja nicht wissen, wie viele Tode ich am Ende habe. Wahrscheinlich 5000 oder so. 5000 Tode. So, komm schon. Geh mal richtig rauf mit dem Arm. Sag mal. Ich brauche, glaube ich, den Schwung, wenn er nach oben geht, oder? Jetzt. Geh nach oben. Oh. Ich kann doch nicht springen, Leute. Ich bleib dann wie in der Luft hängen, so ein bisschen. Komm. Geh rauf. Geh rauf, geh rauf, geh rauf. Genau so. Genau so. Vorsicht. Runter, runter, runter. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Ach du Kacke, Leute, das ist jetzt hier. Achso, es ist ja klar, aber warum mir nicht? Der sieht ja nett aus, der Riese. Oh. Sieht voll nett aus, der Typ, ne? Ja, darauf. Oh oh. Oh. Ich wollte schon sagen, das geht doch nicht gut aus hier. Kann ich den nicht kaputt machen? Ach du liebes Bisschen! Natürlich ging das schief. Natürlich ging das schief. Ich hab gedacht, ich schaff das noch, oder? Das war das. Was die Sache nicht wert. Lululü. Oh Gott, nicht hauen jetzt. Ich warte noch. Eine Sekunde. Es geht gleich ab, das Ding. Kommt, noch ein Schlag, dann ist wahrscheinlich aus. Oh. Komm runter da. Komm runter da! Alter Schwede. Wie habe ich das jetzt überlebt? Ma,
ist kaputt. Au. Oh, nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt rüberspringen oder was? Das ist gerade ein bisschen unklar. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder. Ui. Achso. Ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sterbe ich. Okay, ich überziehe jetzt gerade ein ganzes bisschen, aber es ist mir echt relativ egal. Oh, nein. Alter, es hört nicht auf. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Autsch. Ach, das war richtig. Nein, das war nicht richtig. Jetzt. Okay. Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach dem anderen erschuf, rannte er mit der Deichsel davon. Doch der große Mann sah ihn. Was? Wer er? Ja, als er die Deichsel nahm und damit weglief. Verstehe ich nicht. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich habe eigentlich gedacht, das ist vorbei, aber es geht wohl noch ein bisschen. Na gut, ich beende den Part. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Gebt mir Likes, schreibt mir Kommentare und wir sehen uns wieder zu Never Alone.